Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind am Start und wir starten in die Saison 2016-2017 heute rein. Das wird der Anfang eines neuen Jahres, das wird der Anfang des Sommers und es wird natürlich der Anfang einer neuen Transferperiode, die für uns sehr, sehr interessant ist. Wir haben einige coole neue Spieler dazu gewonnen, unter anderem die ablösefreien Jean Gourcuff, natürlich der ablösefreie Las Bangura und nicht zu vergessen auch noch unseren neuen Stürmer Kokorin, den Kollegen, der von Dynamo Moskau bekommen haben. Allerdings, ja, haben wir auch ein paar Spiele abgegeben, beispielsweise Alain Saint-Maximin haben wir per Laie, ja, nur ausgeliehen gehabt von Monaco. Und weil FIFA diese Option nicht so wirklich im Kopf hat, mussten wir den jetzt gerade, übrigens die Trainingsergebnisse bombastisch, mussten wir den wieder abgeben und zwar zurück an Monaco. Haben wir auch schon ein Angebot gemacht, vielleicht holen wir uns wieder zurück. Mal schauen, ob das funktionieren wird und mal schauen, was wir allgemein noch machen werden. Ich habe ja bereits in der letzten Episode so ein bisschen angedeutet, wo Bedarf sein könnte und zwar in der Innenverteidigung. Das ist die einzige Position, bei der ich mir nicht sicher bin, dass wir da gut aufgestellt sind auf den Außen. Wir werden das jetzt nochmal genauer analysieren. Haben wir, beziehungsweise fangen wir im Tor an, im Tor haben wir Samuel Radlinger und den geliehenen Paul Nardi. Das ist alles in Ordnung. Größten Notfall gibt es noch Timo Königsmann, ist also gar kein Problem. Innenverteidigung, Philippe soll weg, genauso wie Mario Schieder, die ich ganz gerne beide loswerden würde. Dann haben wir noch André Hoffmann, wir haben dazu noch den Kollegen Waldemar Anton, der aber verliehen werden soll und wir haben Marcelo. Ja, das ist an sich eine doppelte Innenverteidigung. Theoretisch kann der Kollege Salif Sané Innenverteidiger spielen, allerdings ist der eher auf der 6 eingeplant, beziehungsweise sind es dann immer noch nur 3 Innenverteidiger. Ein Vierter wäre also ganz gut, vielleicht sogar einer, der Sané oder auch Marcelo stammspielermäßig ersetzen könnte. Auf der 8, beziehungsweise 6 haben wir ja standardmäßig Ivar Fossum und Leroy Fer, vielleicht kann sich Sané da festspielen, wir werden sehen. Auf jeden Fall sind das unsere 2 zentralen Mittelfeldspieler, Leon Andreasen ist auch noch da. Will allerdings wechseln und vielleicht erfülle ich den Wunsch auch. Dazu noch den Kollegen Manuel Schmiedebach. Dementsprechend haben wir schon mal 5 Sechser mit Sané mit eingerechnet. Und Argo Küff, der kann auch auf der 6 spielen. Dazu kann Albert Rosnack theoretisch, wobei der eher 10er ist, auf der 6 spielen. Auch wenn er da beziehungsweise auf der 8 spielen, der kriegt da zwar kein Rating-Upgrade, aber geht an sich auch. Edgar Pripp ist eigentlich linker Mittelfeldspieler, kann aber auch zentral spielen. Also in der Zentrale sind wir definitiv gut besetzt. Auf der 10 sowieso Gourcuff bzw. Rosnack. Rosnack kann auf links außen spielen. Links außen haben wir, wenn wir ihn zurückbekommen, Alain Saint-Maximin. Dann zu noch Las Bangura und eben den gerade genannten Rosnack. Rechts haben wir Ofe Bech. Theoretisch Felix Klaus, den wir verleihen wollen. Las Bangura, der auch da spielen kann. Kokorin haben wir im Sturm zusammen mit Benchop und Mbakogo. Mbakogo ist der einzige von den beiden, von den dreien, der nicht ZOM spielen kann. Kokorin und Benchop können das beide. Also wir sind da ganz gut aufgestellt. Außenverteidiger haben wir rechts Bakuna und Johansson, links haben wir Pripp bzw. Albornoz und theoretisch auch noch Oliver Sorg, vielleicht sogar einen Spieler zu viel. Sakai wollen wir ja abgeben, der war ja eigentlich schon im Winter fällig, ist aber nicht verkauft worden. Wir haben also ganz, ganz viele Spieler, viel zu viele, unter anderem auch Cheung Gülsilam, der einfach nicht zum Einsatz kommt. Kenan Karaman ist theoretisch auch noch eine Option, Tim Diersen ebenso, aber die beiden wollen wir auf jeden Fall verleihen. Und einen Spieler habe ich gerade vergessen, und zwar einen auf der linken Seite, und das ist Jesse Mori, der ist natürlich ja dafür da, auch im Idealfall ja bei uns zu spielen. Und das will ich ehrlich gesagt auch machen, ich will den gar nicht verleihen, ich will ihn spielen lassen. Saint-Maximin und er sollen sich abwechseln, rechts Bech und Bangura. Auf der 10 eigentlich Rosnack, auf der 8 dann Gourcuff bzw. Fossum. Gourcuff ist ja jetzt auch nicht mehr so der Jüngste, dementsprechend im Pokal beispielsweise, beziehungsweise im Europapokal. Dann Fossum auf der 6er, nee, beziehungsweise Fer. Wir haben da so ein ganz schönes Tandem eigentlich, nur Innenverteidiger technisch. Ist das halt noch so ein bisschen kritisch. In der Euroleague wird übrigens auch Paul Nardi spielen, das ist ganz klar. Denn der braucht auch seine Einsatzzeiten, um sich zu steigern und zu entwickeln. Und an sich ist unser Kader sehr, sehr gut. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wo meint ihr, sollten wir eher verkaufen und einen Ersatz holen, vielleicht irgendwie in der Innenverteidigung, sollen wir da vielleicht Marcelo abgeben und einen richtig starken holen und noch einen Ersatzverteidiger, oder sollen wir Marcelo behalten und einfach nur so einen starken holen, dass Marcelo der Backup ist, quasi, ja, einen starken holen sowieso, aber dann die Frage Marcelo verkaufen und durch einen Backup ersetzen oder Marcelo nicht verkaufen, Marcelo als Backup behalten, das ist so die große Frage. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr davon haltet, auf den Außenpositionen. Eigentlich mag ich ja Bech sehr, sehr gerne, genauso wie Bangura. Auf der linken Seite haben wir die beiden Talente aus Frankreich, also auch da gar kein Problem. Theoretisch ist das alles gut geklärt mit Rosnack auch noch, aber gibt's da irgendwie Bedarf in euren Augen oder im Sturm, wo wir jetzt Kokorin haben, zusammen mit Benchop, Mbakogo, Außenverteidiger, Torwart? Schreibt's mir in die Kommentare, wenn ihr da eine Meinung zu habt. Ihr habt gerade schon gesehen, das Turnier, was wir bestreiten werden, das ist das natürlich mal wieder rentabelste für uns und wir werden natürlich, übrigens hier Mike Steven Behrens auch noch, den wir ausleihen wollen, Kenan Karaman und so weiter und so fort, der Kader muss ausgedünnt werden, wir haben 40 Spieler, das ist deutlich zu viel. Andreasen behalte ich übrigens anscheinend, wie es aussieht.
Richtig, Ernst verkaufe ich, ja genau. Aber Andreasen ist halt nur noch ein absolutes Backup. Der wird meinen Pokal zum Einsatz kommen, aber sonst auch nicht. Und ich denke mal, das ist auch verständlich, weil der hat einfach nicht mehr das Rating, ist zu alt, um sie noch zu entwickeln. Und dann war zu viele potenzielle gute Spieler. Cheung Gülsülam werde ich verkaufen, bei dem bin ich ehrlich gesagt in Realität ganz froh, dass der Vertrag jetzt verlängert wurde mit ihm. Ist in meinen Augen Vorzeigeprofi, meckert nie, ist immer da, wenn man ihn braucht, immer auf Abruf. Für die zweite Liga sowieso ein sehr guter Sechser, für die erste Liga auch nochmal ab und zu. Und als Innenverteidiger gegen Dortmund auch gut gespielt, also läuft das auf jeden Fall. Erstes Spiel haben wir übrigens, glaube ich, siegreich bestritten. Das zweite gegen Utrecht verlieren wir, wie ihr hier sehen könnt, 1-0. Dementsprechend sind wir weiterhin noch im Rennen. Allerdings ja nicht mehr ganz so gut, nur noch Tabellenzweiter. Das soll sich natürlich im letzten Spiel noch ändern. Vorher gibt es auch nochmal Training. Unter anderem trainieren wir da Jesse Mori, ist, denke ich mal, ganz klar. Und ein paar andere Kandidaten. An sich haben wir nicht so viele vielversprechende, aber es ist auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Die Ergebnisse sind allerdings schon eher schlimm. D, D, C, C und F geht definitiv besser. Aber mal sehen, wie es nach dem Spiel gegen Palermo wird. Erstmal haben wir ja ein Leihangebot für Timo Königsmann. Den verleihen wir für 2 Jahre. Dementsprechend schaffen wir Platz für Jugendspieler, die wir ja ebenfalls haben. Beispielsweise unseren Vujukovic, oder ist bei Newcastle, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir da ja genug Nachwuchs, der theoretisch spielen kann. Eigentlich brauchen wir die auch gar nicht, aber ja, mal sehen. Wir haben ja da sowieso noch ein Jahr ausgeliehen, also nee, anderthalb, aber wenn das mit der Option überhaupt klappt. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen, würde ich mal behaupten. 2 Scouts holen wir uns hier jetzt endlich mal das Jugendzentrum aufbauen. Ich habe es ja angekündigt, ich will das machen mit dem Budget, was mir zur Verfügung steht, weil wir vor allem auch gar nicht so viele Transfers machen müssen und durch die Abgänge, die wir höchstwahrscheinlich noch zu verbuchen haben, relativ viel Geld noch reinbekommen. Und es ist einfach notwendig, dass wir gute Jugendspieler haben. Da haben wir übrigens auch gerade die Logik gesehen. Ich habe gar keine Jugendspieler bzw. Scouts gehabt. Wie soll ich dann einen Torwart haben? Der ist bei Newcastle. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir 2 gute Keeper und von daher eigentlich gar keine Probleme. Mal sehen, für wen wir da aus der Jugend dann Platz schaffen können. So, wir kommen jetzt zum 3. Spiel und zwar gegen Palermo. Auch das wieder simuliert gegen den italienischen Vertreter. Bisher 2 Siege für die Männer. Allerdings verlieren sie jetzt gegen uns und dementsprechend stehen wir im Halbfinale des European International Cup. Und dieses Spiel werde ich gleich gegen Cordoba selber bestreiten. Natürlich wieder auf Legende. Auch diese Saison wird so gespielt. Tim Diersen wird übrigens an RB Salzburg, nicht Leipzig, sondern Salzburg. Verliehen das auch ganz schön. Dann sind wir den zumindest schon mal los und er kriegt seine Spielpraxis, die er auch verdient hat. Nach guten Leistungen trotz seines Ratings in der vergangenen Saison. Allgemein bin ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Kader sehr zufrieden. Ich finde immer noch, dass es relativ realistisch gehalten ist. Natürlich Gurküf und Kokorin und auch Bangura sind nicht so top realistisch. Allerdings muss man auch dazu sagen, wir spielen hier Euroleague. Wie realistisch ist das bitte? Ne, muss man auch dazu sagen. Ist ja aber auch vollkommen egal. Wir gehen jetzt rein in ja das nächste Spiel und zwar gegen halt die eben gerade angesprochenen Männer aus Cordoba, der spanische Vertreter. Mal sehen, ob wir ins Finale einziehen können. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann natürlich gleich wieder. Halbfinale des European International Cup im San Siro. Hannover 96 gegen den FC Cordoba 96 als Heimmannschaft gelistet. Und das machte keinen Unterschied, denn natürlich gleich viele Fans im Stadion zugelassen. Viele 96er mitgereist, aber auch viele Männer aus Spanien wollten sich dieses Spiel hier heute angucken. Andone Xisco, vielleicht die bekanntesten Spieler noch bei Cordoba. Eine relativ kleine Mannschaft aus Spanien, die aber bisher im Turnier relativ ja überrascht hat und für Probleme gesorgt hatte. Heute wollten sie das gegen Hannover auch tun. Bei Hannover keine großen Veränderungen. Nadi Johansson Gülsülam in der Innenverteidigung als Kapitän aufgeboten. Yoshida Sakai Gurküf, dann vorne Klaus Rusnak, Sam Maxima und Mevlüt Erdinç. Das ist nicht die Top-Elf, beziehungsweise nicht die A-Elf, mit der Trainer MGT in die Saison gehen will. Natürlich wollen wir noch einige ja, da abgegeben werden. Allerdings ist das auf jeden Fall schon mal eine Elf, die einige Spieler präsentiert. Auf anderen Seite Prima im Kasten, davor Rodas und Devio und dann noch Damaggi und De Los Reyes. Die Offensive muss man, wie gesagt, eigentlich nicht beachten, abgesehen von Ancone und Xisco, die beiden Stürmer, vielleicht die bekanntesten und gefährlichsten Spieler bisher im Turnierverlauf, sehr, sehr stark gewesen. Spielerdebüt für Hannover 96, der gerade wieder verpflichtete Alain Sam Maxima, zurückgekommen von, ja, Monaco nach der einjährigen Leihe, die abgelaufen war, und Gurküf, ja, kostenlos als freier Transfer gekommen von Olympique Lyon. Die Anfangsphase bestimmte Cordoba, wir haben gerade die erste gefährliche Flanke gesehen und es ging direkt weiter. Die Flanke kommt hier zum zweiten Mal von der anderen Seite in die Mitte gespielt. Na, die ist nicht da und dann gibt's Tummelmummel im 16er, der Schussversuch abgeblockt und dann doch noch geklärt im letzten Moment von Maya Yoshida. Trotzdem war Cordoba das deutlich bessere Team. Sie konnten allerdings Hannover nur ab und zu mal mit Fouls stoppen. Es war eine Partie auf Messers Schneide. Theoretisch hätte Hannover mit den Kontern sehr gefährlich sein können, aber jedes Mal wieder wurden sie unterbunden und dementsprechend blieb Cordoba das einzig gefährliche Team in der Offensive. Das ist Fidel auf der linken Außenbahn, setzt sich da durch gegen Felix Klaus, Ball in die Mitte auf Markovic. Das ist nicht der ehemalige Liverpooler, das ist ein anderer. Der Ball kommt in die Mitte auf Andon, der auf De Los Reyes und der spielt nochmal in die Mitte und zwar auf Ndao und der macht 1-0. 33. Minute, Ndao mit dem Führungstreffer für die Männer aus Cordoba. Sehr, sehr starkes Tor, klasse gespielt im 16er, die Ruhe bewahrt und eiskalt die 96er, ja, ausgespielt. Hier wird der Innenverteidiger rausgezogen, der andere
andere. Yoshida ist dann nicht bei seinem Gegenspieler. Sakai kommt da auch nicht mehr hinterher und dementsprechend 1-0. Für Cordoba zur Halbzeit wurde gewechselt. Kokorin ebenfalls Neuzugang und Lassam Bangura ebenfalls Neuzugang. Kam in die Partie. Der eine gekommen von Dynamo Moskau, der andere von Rayo Vallecano, ebenfalls beide ablösefrei. Gute Arbeit auf jeden Fall von MGT und seinem Scout-Team. Und hier sehen wir direkt mal, Bangura hatte seinen Effekt, lief die Verteidiger früh an und sorgte dafür, dass Cordoba ein bisschen nervöser wurde und 96 auch zu Chancen kam. Sakai mit der Klasse Balleroberung und zwar maximal holt sich den Ball dann nochmal wieder. Ja, sehr gut gemacht vom französischen Außenbahnspieler. Geht in den 16er, macht das klasse Ball in die Mitte. Albertus Nagis da macht nicht das 1-1, sondern zieht am Tor vorbei. 56. Minute hätte der Ausgleich sein müssen, war er aber nicht. Und so kam Cordoba wieder nach vorne, knapp die 60. Minute. Ball in die Spitze auf Pineda, der macht damit Sakai so ziemlich, was er will. Geht an dem vorbei und zielt auf die kurze Ecke. 2-0, 61. Minute und wer da am schlechtesten auf dem ganzen Platz aussah und am bedroppelsten war, das war eindeutig Paul Nadi. Den Ball muss er haben, das ist die Torwart-Ecke und der Ball war nicht zu stark geschossen, einfach nur wuchtig und da wirft er sich rein und dabei fliegt über seinen Kopf hinweg. Zwei Tore Führung also für Cordoba, sehr bitter für 96. Es schien, als wäre die deutsche Mannschaft hier ausgeschieden aus dem Turnier. Das ist wohl sogar noch fast schlimmer, Nadi, diesmal mit einer guten Parade. Es wäre das 3-0 die endgültige Entscheidung gewesen. So kam 96 nochmal nach vorne. Samak Simon, Leroy Fur kommt nicht an den Ball ran, aber sie bleiben in Ballbesitz. Las Bangura sehen wir da am 16er. Das ist Kollege Johansson, der Schwede, legt nochmal ab auf Maya Yoshida. Der verliert den Ball, wird gefoult, ist aber egal. Kokorin, der eingewechselte Russe, wählt die Übersicht und da ist er ebenfalls eingewechselt im Bakogu. 2-1, 79. Minute. Der Nigerianer trifft direkt mal wieder, wie bereits im DFB-Pokalfinale, der sie ja für die Euroleague qualifiziert hatte, macht der Nigerianer seinen Treffer nach Einwechslung. Klasse gemacht vom ja, eventuell neuen Sturmduo für die folgende Saison, auch wenn wieder nur mit einer Spitze geplant wird. Und der Anschlusstreffer für Hannover, die nochmal alles nach vorne versuchten, Hiroki Sakai. Wir sind in der Schlussphase der Partie. Schussversuch abgeblockt und dann kommt nochmal ein Bakogu, legt ab, aber das Ganze nicht erfolgreich und im Endeffekt geklärt von David. Letzte Aktion der Partie. Wir sind in der Nachspielzeit. Albertus Nack mit dem Ball auf Jerry Mbakogu. Der verliert den aber im 16er und Cordoba kann dann tatsächlich klären und dann ja, war es auch vorbei. Cordoba zieht ein ins Finale des European International Cup. Hannover 96 ausgeschieden im Halbfinale. Letztes Jahr konnte man das Turnier für sich entscheiden. Dieses Jahr scheitert man bereits im Halbfinale am spanischen Vertreter. Sehr starke Leistung des Überraschungsteams des diesjährigen European International Cups. Keiner hätte erwartet, dass Cordoba so stark auftritt. Aber die Fans, die sind natürlich sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen für die kommende Saison. Für Hannover geht es jetzt zurück nach Deutschland. Da können sie sich aufs Training konzentrieren und vor allem natürlich auf die Vorbereitung für die nächste Saison in der Euroleague. Natürlich ein bisschen bitter, dass wir hier im Halbfinale rausfliegen, aber auch nicht so schlimm. Ist nur der European International Cup und wir kriegen trotzdem, glaube ich, nochmal 1,6 Millionen Transferbudget dazu. Von daher ist das ganz gut. Wir haben gerade schon gesehen, Schalke 04 hat jemand verpflichtet und zwar den Kollegen Nicolas Gaitán für 34 Millionen Euro. Die haben uns ja gerade nochmal so weggesneakt am letzten Spieltag vom Euroleague-Platz, weswegen wir ja im Pokal noch gerade so unseren Arsch retten mussten, als wir gegen den FC Bayern München gewonnen haben. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut bei der letzten Episode vorbei und das für diese Episode, wenn sie euch gefallen, auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich denke mal, die Kadernanalyse war langsam mal notwendig. Ich habe ja letzte Saison am Jahresende leider Gottes vergessen, den Kader zu zeigen, beziehungsweise ja die Mannschaftsdaten zu zeigen. Habe auch schon angedeutet, dass das nicht so wichtig war, beziehungsweise, naja, überschaubar, denn wir haben nicht so viele Tore geschossen und allgemein die Leistungsdaten waren nicht so krass. Die Saison soll es besser werden. Ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Wir haben sehr viele interessante Spieler und wir scheinen eine richtig gute Truppe auf dem Platz zusammen zu haben, die auch vernünftig zusammen spielt. Ich bin dementsprechend gepicht auf die neue Saison und freue mich extrem, dass wir ja momentan so erfolgreich dastehen und hoffe, dass so der Karrieremodus weiter sehr, sehr gut gefällt. Wenn das der Fall sein sollte, während wir hier viermal C und einmal F haben, lasst, wie gesagt, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ihr wisst auch, es ist die beste Unterstützung und dieser Karrieremodus bedarf eurer Unterstützung, genauso wie jeder andere. Es kommt in nächster Zeit vielleicht nochmal das ein oder andere Karrieremodus-Projekt. Ich habe bereits angekündigt, ich werde nicht mehr so viel Ultimate Team bringen. Vielleicht mache ich noch einen vierten Karrieremodus. Ich weiß, es könnte ein bisschen viel werden, aber der wird dann simuliert und dementsprechend deutlich schneller gehen. Ich bin gespannt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was würdet ihr halten von einem nur simulierten Karrieremodus als vierte Option, die halt immer schneller gehen würde und wo wir mehr Saisons machen können und auch mal den Verein wechseln könnten. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Das wäre dann sozusagen eine Road to Glory bzw. Zero to Hero im Karrieremodus. Eure Meinung in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao. Nebenbei bemerkt ganz am Ende nochmal, ich könnte einfach mal eine Pilot-Episode machen. Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann. Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann. Schreibt es mir in die